Servus. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, mein Junge. Ja, Sie haben ja eine Fackel heute hier in der Hand. Ja. Ja, warum haben Sie die Fackel in der Hand? Damit ich den Weg wieder finde. Den Weg wieder finde? Ja, falls Strom weggeht und die Straßen dunkel sind. Mach doch nicht so. Okay. Es ist wirklich sinnlos mit den Fackeln. Ja. Man, ich kann es aus praktischen Gründen kann ich es ja verstehen, weil es hält ja warm. Ne, ja, wir erhalten ja auch die Energie in den Händen. Ne? Ja, aber es ist halt doch schon in Deutschland ziemlich verrufen, ne, gerade mit dem Fackelmarsch damals im Dritten Reich, ne, und den ganzen Sachen. Damit wollen wir uns nicht vergleichen. Ne? Ja. Wir haben ganz andere Vorstellungen, und was die damals mit dem Dritten Reich machen, geht uns nichts an. Die leben ja nach den Gesetzen vom Dritten Reich hier, ja. Nicht wir. Okay. Wir wollen bloß unsere Demokratie und Freiheit haben. Ja, auch mal die Freiheit, eben eine Fackel anzuzünden, wenn einem kalt ist. Unter anderem, ja, wenn ich friere, wenn es mir zu dunkel ist. Ja. Ja, und die Fackel leuchtet mir einen Weg. An und für sich ein schöner Gedanke, ne? Ja, nur halt mit haben keine Hintergedanken. Ja, aber ne? Annette hat eben davor gewarnt, ne? Dass man hier, dass man keine, weil eben jetzt auch ein Gedenktag ist, ne? Der ganzen Gräueltaten, die damals eben in den Dritten Reich damit getan wir, damit haben wir nichts zu tun, ja. Wollen auch damit nicht verglichen werden. Ja. Wir gehen auf die Straße, weil man uns verarscht von der Seite der Regierung. Okay, ja. Ja, man kann das auch nachvollziehen. Ne? Ich kann auch irgendwo dabei sein. Ich bin Deutscher, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ja. Ich habe keinen Personalausweis, den habe ich abgegeben. Also bin ich kein Personal von dieser Firma BRDVD. Okay. Und ich bin kein Reichsbürger. Die Reichsbürger sind die hier, die nach den Gesetzen von 1939 ihr Spielchen treiben. Okay. Und wer sind Sie? Ja, wer wohl? Wer hat den Personalausweis? Wo melden Sie sich denn an? Also würden Sie sagen, dass Sie Personal... Das sind die Reichsbürger. Das habe ich auch im Gericht mitgeteilt. Ja. Mehrere Gerichte. Ja, aber was sind Sie jetzt für jemand? Ich bin ein Deutscher. Ach so, okay. Ja. Okay. Ich gehöre niemandem. Ja. Ich habe alle nötigen Papiere, die mich ausgewiesen haben, und keiner konnte mir was anhaben. Weder Gerichte noch sonst was. Okay. Das finde ich auch interessant. Okay. Ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall mit der Fackel. Jo. Würden Sie vielleicht Annette noch was mitteilen wollen? Weil die wird bestimmt hier noch kommen. Annette wollen wir gar nicht diskutieren. Die Vertreter wurde und die schwebt auf einer ganz anderen Wolke. Was sie vor 14 Tagen berichtet hat, dass unter anderem jetzt Wessis und Ossis, da habe ich mich ziemlich aufgeregt darüber. Weil das, was sie da geäußert hat, entspricht nicht der Tatsache. Ja. Drüben im Westen sind sie ausgeschlafener als hier. Okay. Ja, selbst in den kleinsten Dörfern, Tettnang, Krauchen wie das Fulmdorf. Hm. Ich komme von da unten. Okay. Da ist ganz was anderes los. Das sind Tausende auf der Straße. Okay. Nicht so wie hier. Hier schlafen sie alle ein. Alles klar. Und okay. Ich lauf doch mal weiter. Oh Gott. Nee, mach nichts von hier aus. Nee, warte. Du warte mal. Ich hör doch mal auf. Es ist ein Friedenszeichen. Hallo. Heute ist spannend. Es ist immer spannend. Könnt ihr vielleicht noch kurz was sagen, warum ihr die Fackel ausgemacht habt? Er hat sie ausgemacht. Er hat sie selber ausgemacht. Hat die Aufgabe? Aber ihr habt ihn schon dazu unterstützt, dass er die eben ausmacht. Die schwarz gekleideten hier. Die Nummer mit der Fackel ist politisch unschlau. Ja. Die ist nicht schlau. Okay. Macht keinen Sinn, sozusagen. Also erst, wenn die Straßenbeleuchtung ausgeht, dann kann man auch eine Fackel mitbringen. Und wenn es minus 10 Grad sind? Wahrscheinlich auch dann. Okay. Aber wenn es jetzt eben politisch nicht so verschrien wäre, das Ganze, kann man natürlich total verstehen. Mit dem Fackelmarsch damals im Dritten Reich ist es ja an und für sich auch eher... Also wenn, dann bin ich für Forke und Dreschpflege und Sichel oder sowas, ja, sozusagen. Ja. Die Fackel, naja, die sagt ja nur, zünd es an, sozusagen, und dann verschwindet es aber. Das oder spendet einem aber auch Wärme irgendwo, ne? Ja. Gerade wenn einem kalt ist. Ich habe das einmal in Österreich erlebt, da war einmal so ein richtig großer Zug aus... Wien. Ja, genau, da waren bestimmt so 300 Fackelträger bei einer großen Demonstration mit mehreren 10.000 Leuten. Und das war sehr warm, also es war halt Minusgrade, es war sehr kalt und in diesem Fackelzug war es halt wirklich sehr angenehm. Ne? Von daher kann ich das eben sagen, dass es eben, wenn es politisch nicht so verschrien wäre, durchaus Vorteile hätte. Ja, auf jeden Fall hat es. Okay, aber dann danke, dass du die Zeit genommen hast. Ne?